Liebe Star Wars Fans, wieder ist eine Woche vergangen und wieder gibt es so viel neue, coole Sachen, die es zu berichten gibt über das Universum, was uns alle so begeistert. Mitunter dabei ein überraschender Auftritt in The Book of Boba Fett, einige Infos zu The Mandalorian Season 3, John Boyega aka Finn aus den Sequels, der doch nicht mit Star Wars abgeschlossen zu haben scheint, und eine Animation mit der neuen Unreal Engine 5, die es wirklich in sich hat. Das alles jetzt im Video. Und damit auch hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Nicht wundern, dass ich aus einer anderen Perspektive mit einer anderen Kamera filme, denn ich habe leider meine SD-Karte kaputt gemacht und dementsprechend ist gerade eine neue auf dem Weg und ihr müsst euch mit der Kameraqualität für heute zufrieden geben. Dennoch gibt es einige sicherlich sehr, sehr interessante News für euch. Und auf jeden Fall bis zum Ende da bleiben, denn da kommt eine Animation, die ihr sicherlich noch nicht gesehen habt und die ziemlich, ziemlich geil ist. Viel Spaß beim Video. Und wir wollen mit der Neuigkeit anfangen, die auch als erstes ins Haus steht. Bosk, der Kopfgeldjäger, den wir auch schon in Episode 5 das erste Mal im Star Wars Universum begrüßen durften. In der großen Kopfgeldjäger-Szene in Episode 5, mitunter auch mit Boba Fett, durften wir Bosk kennenlernen. Der Publikumsliebling, welcher in The Clone Wars eine etwas größere Rolle bekam, hat anscheinend nicht nur Gerüchten zufolge, sondern angeblichen Quellen zufolge auch einen bestätigten Auftritt in der im Jahre 2021 kommenden Serie The Book of Boba Fett. Kein Wunder, denn Bosk hat eine starke Verbindung zu Boba Fett. Ein langjähriger Konkurrent, vielleicht sogar ein früheres Vorbild von Boba Fett, dürfte die Serie um einen wichtigen und auch interessanten Aspekt erweitern. Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht. Meiner persönlichen Ansicht nach wäre es aber nur logisch. Eure persönliche Meinung zu Bosk und ob ihr euch darauf freut, gerne in die Kommentare. Und wenn ihr noch einen ziemlich coolen Fanfilm von ihm sehen möchtet, den habe ich euch oben natürlich in der Infokarte verlinkt. News Nummer 2 geht um The Mandalorian Season 3. Die Star Wars Serie, die so vieles losgetreten hat in den letzten beiden Jahren. Wie wir alle wissen, wird The Mandalorian Season 3 wahrscheinlich erst im Jahre 2022 erscheinen. Viele Gerüchte sind dementsprechend im Umlauf, wann genau das sein wird. Viele vermuten wie immer auch das Ende des Jahres soll hier Starttermin sein. Pedro Pascal, der Schauspieler von The Mandalorian aka Din Djarin, hat jetzt hiermit auch bestätigt, dass die Dreharbeiten zu The Mandalorian Season 3 noch gar nicht begonnen hätten. Momentan würden eher Serien wie The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi oder Endor zuerst gedreht werden, bevor The Mandalorian in die Produktion geht. Für mich kein großes Wunder, hier bleibt noch genug Puffer, dass wir wirklich Ende 2022 The Mandalorian Season 3 genießen dürfen. Und bis dahin gibt's ja jede Menge anderen Stoff. Die dritte News an sich hat mich etwas überrascht. Denn eigentlich war schon länger klar, auch öffentlich kommuniziert, dass die Schauspieler der Sequels nicht ganz so tolle Erfahrungen mit Star Wars gemacht haben im Laufe der letzten Jahre. Was sicherlich auch mit der Publikumsreaktion zusammenhängt. Trotz alledem hat sich jetzt John Boyega, der Schauspieler von Finn, dazu gemeldet, der gesagt hatte, um ehrlich zu sein, würde er wieder in die Rolle von Finn schlüpfen. Unter einer Voraussetzung. Solange man mit dem alten Team wieder zusammenarbeiten würde. Damit sind natürlich Rey, Oscar Isaacs, Fighterpilot Poe Dameron, als natürlich auch Rose Tico gemeint. Als auch den Verantwortlichen hinter der Kamera, J.J. Abrams und Kathleen Kennedy. Was uns persönlich vielleicht ein bisschen überraschen würde, da Kathleen Kennedy bei vielen Leuten ja auch gar nicht so gut dasteht und die Sequels allgemein, besonders unter langjährigen Fans, als nicht ganz so gelungen gelten. Trotz alledem finde ich es schön, dass Finn hier keine Rückkehr ausschließt. Ich persönlich fand Finn als Charakter sehr interessant und hätte mich gefreut, wäre sein Charakter auch in Richtung Machtsensitivität etwas weiter ausgebaut worden. Ich denke, hier gibt es viele verpasste Chancen, die auch die Sequels irgendwann langfristig aufarbeiten könnten. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ein Ja von Boyega haben wir auf jeden Fall. Und zu Punkt Nummer 4 gibt es jetzt 15 Sekunden purer Genuss. Denn die Unreal Engine 5, eine neue Engine, die quasi für jeden verfügbar ist, ist vor ein paar Wochen vorgestellt worden. Einige Animatoren konnten sich mit dieser Engine schon etwas weiter auseinandersetzen. Was daraus bisher erschaffen wurde, ist einfach nur atemberaubend. Und
Und jetzt ist eure Meinung zu den Themen gefragt. Würdet ihr John Boyega als Finn in einer neuen Rolle feiern? Oder sagt ihr, nee, ist genug mit den Sequels, bitte lasst das einfach liegen. Außerdem freut ihr euch auf Bosk in Boba Fett. Ich persönlich finde das total geil, weil es einfach ein super interessanter und vor allen Dingen auch cooler Charakter ist. Alle weiteren Infos zu den News findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt aber vorbeischauen, gibt es auch einige andere sehr interessante Videos. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann folgt doch einfach dem Kanal und abonniert ihn. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.